Mal sehen. Monsieur, da ihr der Retter der Republik seid, flehe ich euch an, auch der Retter meines Bruders zu werden. Immer noch vegetiert er im Kerker, verhaftet von Patrioten, die in ihrem Heldenmut eifrig, doch unachtsam in ihren Methoden sind. Es wurde nie ein Haftbefehl für André ausgestellt. Und trotzdem bleibt er in Saint-Lazare, eingesperrt. Ich hoffe, dass ihr euch nicht der Schrift meines Bruders im Journal de Paris erinnert, da diese dem feurigen Herzen eines Poeten entsprangen. Ich bitte euch nun, falls meine bescheidenen Fähigkeiten je von Nutzen für unsere Revolution waren, verschont meinen Bruder. In seinen Schriften sehe ich das Aufkeimen eines der größten Poeten Frankreichs. Ein Licht, das für alle Zeit strahlen wird. Mit patriotischem Gruß, Marie-Joseph Chénier. Interessant, aber nicht besonders hilfreich. Publicis de la Révolution Française. Am Tag nach Marats Tod. Wohl kaum geeignet, um einen Tyrannen zu stürzen. Sieht wie ein Tagebuch aus. Um genau 5 Uhr morgens soll ein genereller Aufruf in Paris erschallen. Dieser Aufruf soll alle Bürger sowie Männer als auch Frauen auffordern, sofort ihre Häuser in den geliebten Farben der Freiheit zu schmücken. Entweder durch das Aufhängen der Fahnen oder mit Girlanden aus Blumen und anderen Pflanzen. Vielleicht finde ich etwas Stärkeres. Eine Depesche. Monsieur Robespierre, sorgt dafür, dass eure persönlichen Ambitionen dem großen Plan nicht im Wege stehen. Das, was wir tun, tun wir nicht für den eigenen Ruhm, sondern um die Welt nach dem Molays Wunsch neu zu erschaffen. Germain. Nicht ganz das, wonach ich suche. Merlin, Tallien, Bourdon, allesamt Abgeordnete des Nationalkonvents. Listen von politischen Figuren, geschrieben von der Hand eines Mannes, der seine Rivalen gern auf die Guillotine schickt. Ja, das sollte doch funktionieren. Eine Namensliste mit etwa 50 Abgeordneten des Nationalkonvents. Alle in Robespierres Handschrift und alles seine Gegner. Ich nehme an, es würde diese Herren sehr interessieren, dass sie auf der Liste stehen. Doch zuerst... Monsieur Robespierre hat private Erfrischungen. Lenkt die Wachen ab. Ich habe eine Idee. Lenkt die Wachen ab. Klar. Gift des Atheismus können sie der Welt nicht mehr schaden. Gift des Atheismus. Bewaffnet mit den Dolchen des
Marschall Chapeau. Den Gift des Atheismus können Sie der Welt nicht erschaffen. Komisch. Was war... Verschwörungen. Sie können der Welt nicht mehr schaden. Bürger, würde ich die Welt nicht mehr schaden. Und ich kann der Welt nicht mehr schaden.